Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin auf High End Gaming Basis. Im letzten Part hatten wir die ein oder andere Schwierigkeit, aber in diesem Part sollen wir es beheben. Wir haben uns im letzten Part einen Fawnstarf, nämlich Tentacha, gefangen und auch schon die vor allem Kaskade beigebracht. Und ja, jetzt müssen wir einmal nochmal kurz wieder Ordnung reinbringen. Ich hoffe, ich kriege es soweit hin. Jetzt müsste wieder alles beim Alten sein, zumindest unser Team. Tentacha werden wir werden und natürlich unser sechstes Team noch an, weil ich weiß nicht, so ein Tentoxa im Team macht sich nicht so gut. Aber ich find's, weiß ich nicht. Da gibt's bessere Pokémon. Okay. Jetzt bringen wir die Reihenfolge nochmal richtig hin. Okay. Wir sind schon drauf, alles klar. Irren war an vierter Stelle, ne? Wieder ein bisschen durcheinander. Also Panzer-Aeron haben wir auf jeden Fall schon mal an der richtigen Stelle. Wir wissen, wen wir hier haben. For me. Okay. Ich bin
verwirrt. Ich könnte dieses Formeo an die Wand klatschen, ohne Scheiß. Versuchen wir es nochmal. So, Start. Pokémon. So. Tausch. Nichts. So, jetzt ist Formeo an 6. Stelle. Wen haben wir als erstes? Körtel, okay. Körtel muss an 2. Stelle. Körtel an 2. Stelle, den haben wir hier. Stimmt, Tentacher, ne? Vermutlich mal. Oder Tropius. Tropius oder Simplex. Tropius, okay. Tropius ist wieder an 5. Stelle. Okay, machen wir weiter. Vermutlich, ich habe einen Tentacher. Ich weiß es noch nicht. Nee, Stolli. Okay, Stolli kommt an 3. Stelle, oder? Ja, Stolli hatten wir an 3. Stelle, okay. Das haben wir entweder Sumpex oder... Oder Tentacher. Okay, Tentacher. Das heißt, ich habe Sumpex abgelegt, ne? Ich bin mir noch 100%ig sicher. Dreckiges Formeo. Ich konnte damals beim Forschungslabor das ja auch nicht ablehnen. Thank you.
So, auf Wiedersehen von mir. Ich hoffe, ich hab's jetzt richtig gemacht. Ich schau vorsichtshalber nochmal. Hier müssen wir Tropius haben. Ja, yeah, okay. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. So, entweder ich habe hier Sumpex. Oder ich gehe einen nach rechts und habe Sumpex. Da ich Fomeo als letztes abgelegt habe, vermute ich, dass Fomeo rechts ist. Also ich hoffe, ich habe jetzt Sumpex gehabt. Ja, Gott. Wie man sich auch zum Teil über so eine Kleinigkeiten freuen kann. Also. Okay. Dann kommt. So, komm. Machen wir Sumpex nach. Ah ja, Sumpex muss ja eh nach oben. Okay, wir haben es geschafft. Oh Gott. Sumpex. Okay, ich bin oben, alles klar, ich bin auf dem Tacher, alles klar. So. Mal sicher gehen. Ja, okay. Oh, jetzt haben wir so ein Pixel. So, wir können. Oh Gott. Puh. Das war auch was. Wir versuchen heute zumindest die Pokémon-Liga zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Auf jeden Fall zwei Parts werden wir heute machen. Prachtpolis City werden wir auf jeden Fall erreichen. Das kann ich euch jetzt sagen. Also, ich vermute es schon mal, aber... Wie gesagt, bei High-End-Gaming-Projekten ist es immer... Du weißt halt nie, was kommt. Thank you.
doch den Tacher dabei, oder? Ja, yeah, natürlich. Eigentlich soll ich den Tacher dabei haben. Ne, hab ich noch. Jetzt. Dankeschön. Jawohl, der Dacher. VM-Sklave. Schnell hier einmal ins Poké-Center, falls wir ja, sterben, dass wir hier respawnen, ganz, ganz wichtig. Eigentlich können wir unseren VM-Sklaven auch ablegen, oder? Theoretisch gesehen? Ja, klar. Dann haben wir schon mal hinter uns. Fangen wir uns nämlich ein Pokémon in der Höhle. Obwohl, nee, warte, eventuell brauchen wir sogar Tentacher. Warte, eventuell brauchen wir sogar Tentacher für die Hülle. Weiß ich nicht. Da warten wir lieber ab. Okay. Da will ich nochmal doch lieber vorsichtig abwarten. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Comments da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder in der Siegerstraße. Bis dann.